Lukinski, let's go! Dieses Video ist richtig geil. Letzte Nacht kam mir die Idee, mit ChatGPT WordPress-Plugin bauen für das interne SEO-Link-Building. Ich war gerade im Kaffee, habe es eingegeben, noch zwei, drei Prompts dazu, fertig. Lukinski-Plugin. Deshalb jetzt viel Spaß beim Video zum Thema SEO-Plugin mit supergeilen internen Link-Building. Und ich hoffe, du nimmst es als Inspiration mit, was du nicht alles mit ChatGPT machen und erreichen kannst. Lukinski, let's go, mit dem einfachsten Setting, das ich je hatte. Einfach ist 149 Euro Handy, aber neu. Kamera sieht gut aus. Xiaomi, ich liebe China. Wo ai cheng go. Ich lerne nur gerade ein bisschen Chinesisch. Ich habe meinen Original Burger King Chili Cheeseburger hier und ich wollte einmal noch zu meinem gestrigen Video ein kleines Update machen. ChatGPT, Powerlines, Powerprompts, was kann man da nicht so alles machen? Gestern Nacht kam mir bei Kölsch Nummer 3 die Idee, ich könnte noch ein Plugin basteln. Und da hatte ich ja schon noch einen Short aufgenommen, das läuft ja auch nochmal im Hintergrund kurz durch. Genau, und jetzt dachte ich, scheiße, stimmt, ich habe den Prompt noch, musste noch ausprobieren nach Feierabend. Und tada, 10 Minuten später, erstes WordPress-Plugin gebaut mit ChatGPT. Bam, ich sag mal 5 Minuten Arbeit, ne? Hallo. Genau, und was ich bauen wollte, erkläre ich ganz schnell. Simples Internal Linking. Ja? Auf Websites geht es ja vor allem darum, die Leute zu halten, ähnlich wie beim YouTube-Video. Ich könnte dir jetzt noch 3-4 Infoboxen zeigen mit, hey, klick nochmal auf das Short, klick nochmal dahin. Schon hast du eine längere Verweildauer, das macht deinen Channel interessanter. Ziel war also ein Plugin bauen, wo ich eine ganz einfache Syntax hinter habe. Syntax heißt einfach nur ne, so eine Art, ne, ja, so eine Gleichheit, ja, also zum Beispiel Keyword und Link, und wenn da ein Keyword ist, dann wird das mit diesem Link verlinkt, und wenn du da zwei Keywords hast, dann nimmt sich immer eins von denen und so weiter. So, und das schauen wir uns jetzt mal in der Praxis an, denn ich habe das gerade im Kaffee fertig gebaut mit ChatGPT. Ich kann euch hier sogar noch das Original zeigen, also falls, ne, hier auch wieder eine Verweildauer-Kicker. Hey, drück doch einfach mal kurz Pause. Super kurz gezeigt, ich mache auch noch mal das Video hier ein bisschen fancy an die Seite. Das hier war basically der Prompt, den ich gestern Abend geschrieben habe. Ja. Ihr seht ja, relativ einfach. Nur, dass du nicht denkst, okay, ich kann mit ChatGPT jetzt irgendwie nur so 2-3 Texte bauen oder so. Ne? Also du kannst auch echt so komplexe Sachen bauen. Ja. Das Wichtige ist einfach nur der Prompt. Wenn du gut prompten lernst, dann ist ChatGPT so powerful. Guck dir nur mal meine Apps an, im App Store, 6 Apps. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich jemals 6 Apps habe. Die habe ich dir letztes Mal in Ibiza vorgestellt, wo ich übrigens in 2 Wochen wieder bin. So, zurück zum Thema. SEO-Tool, ihr seht, relativ einfache Input. Jetzt scrollen wir mal ganz schnell durch. Ja? Ihr seht, er stellt dann hier schon relativ easy dein Plugin. So, und dann habe ich nur noch ein bisschen Input gegeben, wo ich nur gemerkt habe, okay, ich brauche halt das noch in der Datenbank gespeichert, die Datenbank. Ne? Also ich spiele es dann quasi ins System rein, ne? Sieht man dann einmal hier, da habe ich dann mein Plugin, jetzt muss ich nur kurz die Kamera wegdrehen, einmal hier das Plugin reingespielt, einfach mit FTP hochgeladen. Ne? So, und jetzt habe ich hier mein eigenes geiles SEO-Link-Tool von deinem Namen aktuell noch, Professionalität geht vor. Genau, ich habe es jetzt hier auch schon mal ein bisschen umgeskriptet, steht aber noch Lukinski da, es ist wunderschön, oder? 5 Minuten Arbeit, ich drehe durch. So, und jetzt zum Eigentlichen, was macht denn dieses geile Plugin, ja? Ich mache euch hier gerade noch mal kurz den Prompt an. Ja, also ihr seht, es waren eigentlich nur 2-3 Reaktionen. Und schon habe ich das komplett fertige Skript. Ja. So, und das funktioniert so. Ich habe jetzt hier in meinen Einstellungen, jetzt muss ich noch mal kurz ganz professionell das Handy wegdrehen, in meinen Einstellungen meine SEO-Links. So, und die Syntax ist auch hier unten nochmal schön zusammengefasst. Ansonsten nochmal kurz Pause drücken. Ne? Und da siehst du quasi, wie die Anordnung ist. So, und jetzt könnte ich zum Beispiel hergehen und sagen, okay, immer wenn das Wort Eigentumswohnung kommt, dann verlinke es mir bitte zu meiner Seite. Ich nenne sie jetzt einfach mal Link 1 oder jetzt ein bisschen hübsches example.com/Wohnung. So, und dann sage ich aber, immer natürlich auch, wenn das Wort Wohnung vorkommt, ja? Oder sagen wir einfach mal Apartment, so. Genau, und dann wird es quasi sich immer eins schnappen von denen und damit verlinken. Maximal 4 pro Seite. Und was entsteht dann? Ich habe hier mal einen Blogpost gebaut. Wo habe ich ihn? Hier. Ne? Beste ist immer eine Kapitalanlage, denn damit machst du Geld. Den Link Kapitalanlage, ja, den habe ich jetzt gar nicht selber gesetzt,
sondern der wurde eben automatisch vor meinem Tool gesetzt. Geil, oder? 3-4 Minuten Arbeit, als wenn du jemals wieder sagst, ChatGPT, kann ich damit Texte schreiben? Ja, genau. Aber ich sag mal, so wie ein Cheeseburger ein Cheeseburger ist, kannst du auch einen Chili-Cheeseburger gestalten und dann ist alles noch viel geiler. Ja, das ist mein Input zum Wochenende. Lukinski, let's go!